Für die Vorstellung. Nur kurz zu meiner Person. Ich habe nach einem Besuch eines humanistischen Gymnasiums in der bayerischen Provinz an der Universität Erlangen europäische Geschichte, Kirchengeschichte und politische Wissenschaften studiert. Hat es mich nach Wien verschlagen, weil ich dort familiäre Wurzeln habe und über das rote Wien forschte, die Weltkulturhauptstadt der 20er Jahre, wie man sie genannt hat, die 15 Jahre lang von Sozialisten regiert wurde. Die Sexwelle der frühen 60er Jahre konnte ich hier in einer ihrer extremsten Ausformungen beobachten. Was man heute als tsunamiförmige Sexwelle 60er Jahre wahrnimmt, hat sehr, sehr unterschiedliche Ursachen. Da gab es vielerorts bekundetes Bedürfnis nach sexueller Aufklärung. Das war schon eine Forderung der Jugend- und Lebensreformbewegungen der 20er Jahre gewesen. Zu deren Zielen hatten sich Reformpädagogen, Vegetarier, Propagandisten, Zinswirtschaftler, Esoteriker und Naturisten, die sich oft Sonnenfreunde nannten, bekannt. Unter den progressiven Bildungsbürgern in diesem Milieu studierte man Theodor Henrik Pfannfelders Die vollkommene Ehe, eine Studie über ihre Physiologie und Technik. Allein zwischen 1926 bis 1932 zu 42 Auflagen brachte. Erfolgreich war auch seine Die vollkommene Gattin, deren Attraktivität für den Ehemann mit täglicher Beckenbodengymnastik zu steigern empfohlen wurde. Auch auf gesellschaftlichen Linken wurde die Notwendigkeit sexueller Aufklärung unermüdlich beworben. Man bekämpfte die soziale Verwahrlosung in Unterschichten, wo viele junge Frauen aus materiellen Gründen in die Prostitution getrieben wurden. Organisationen wie die Naturfreunde, die Falken und in Österreich die Kinderfreunde kritisierten die damals noch übliche Prügelstrafe. Sie versuchten, ihre Mitglieder zu sportlichen, gut gewaschenen, naturliebenden Gemeinschaften erziehen. Alkohol und Tabak wurden bekämpft. Gesunde Ernährung und Körperhygiene wurden großgeschrieben. Generationen sozialdemokratischer Politiker wurden davon geprägt, neben vielen anderen auch Österreichs Bruno Kreisky, Willy Brandt oder Käthe Strobel, die graue Fraueneminenz der SPD. Traditionen wie organisierte gemeinsame Zeltlagerferien für Jungen und Mädchen oder die Förderung der Freikörperkultur wurde nach 1945 in der DDR gezielt wiederbelebt, um die Jugend für das System zu gewinnen und kleinbürgerliche, antisozialistische Affekte in der Bevölkerung zu bekämpfen. In Westdeutschland wurde von den Illustrierten und einer breit gestreuten Ratgeberliteratur betrieben, in der die wenig erstaunliche, aber stets Aufmerksamkeit erregende These popularisiert wurde, Sex sei eine gesunde und natürliche Aktivität und könne eine Quelle der Freude und Vertrautheit sein. In diesen Werken ging es sehr nüchtern, wenig erotisch und schon gar nicht pornografisch zu. Im sozialdemokratischen und im bürgerlich-progressiven Milieu wurde vor allem immer gegen den Widerstand der katholischen Kirche ein aufklärerischer Sozialkundeunterricht an den Schulen verstanden. Sexualkundeunterricht. Kenntnisse von Anatomie und Physiologie sollten die Verbreitung und unerwünschten Schwangerschaften Minderjähriger vermeiden helfen. Der Prototyp dieser Bestrebungen waren der Sexualkundeatlas der Gesundheitsministerin Käthe Strobel, SPD, von 1969 und die von ihr initiierte Produktion des Aufklärungsfilms Helga vom Werden des Menschenlebens, schon von 1967. Beide sind von solchen sexualhygienischen Konzepten inspiriert. In diese Richtung zielte auch Beate Uhse mit ihrem Ehehygieneversand. Ihr Wirken ist für den bundesrepublikanischen Zeitgeist kaum zu unterschätzen. Brillante Sportfliegerin, praktizierende Naturistin, Freikörperkulturpropagandistin
und verlegte sich nach dem Krieg auf den diskreten Versand von Kondomen und Büchern über Ehehygiene. Ein stiller Bestseller wurde mit einer Auflage von 32.000 bis 1947 schon ihr Ratgeber zur Knaus-Ovino-Methode, die als praktische, wenngleich nicht besonders zuverlässige Bestimmung der fruchtbaren Tage einer Frau längst auch in katholischen Kreisen empfohlen wird. Auch Oswald Kolle, der große Zampano der medialen sexuellen Aufklärung, dessen Bücher und Filme das Wunder der Liebe in immer neuer Begeisterung erzählten, gehört zu Pornografie lehnte er übrigens, der 47 Jahre mit seiner Frau verheiratet war, dezidiert ab. Weit über diese reformerischen Tendenzen hinaus ging die sexuelle Revolution. Sie verdankt ihren Namen einem Buchtitel des radikalen Wiener Psychoanalytikers Wilhelm Reich, der sich frühzeitig mit dem bürgerlichen und die Politik meidenden Freud überworfen hatte. Die sexuelle Revolution zur charakterlichen Selbststeuerung des Menschen erschien 1967 beim Gewerkschaftsverlag EVA. Es handelte sich um die Neuausgabe des 1936 beim Sexpol-Verlag Kopenhagen veröffentlichten Werks »Die Sexualität im Kulturkampf zur sozialistischen Umstrukturierung des Menschen«. Reich war 1939 in die USA emigriert. In seinen späten Jahren beschäftigte er sich mit präwissenschaftlichen Experimenten über eine sogenannte Orgontheorie und wurde Justizopfer der McCarthy-Stimmung in den USA. Er starb 1957 im Gefängnis. Die Erben fanden seine Schriften anstößig und untersagten Neuauflagen. Seine verschollenen Werke wurden von der Raubdruckerszene Ende der 60er Jahre wiederentdeckt. Vor allem die Funktion des Orgasmus und die Massenpsychologie des Faschismus wurden viel tausendmal verkauft. Die These vom Eros als treibender Kraft der gesellschaftlichen Verhältnisse fand man bei unterschiedlichen Denkern wie Herbert Marcuse und Erich Fromm. Daraus folgerten viele schlicht, Sexualität sei das Allheilmittel gegen autoritäre Strukturen, in denen man den Grund für fast alle Übel dieser Welt vermutete. Das half dann auch, die hippieske Vision auszumalen, mit herrschaftsfreier Sexualität sei ein sanfter Weg zur Überwindung von Imperialismus und Kapitalismus gefunden. Radikale und viele spinöse Theoriemoden hatten damals saisonale Konjunkturen und verschwanden auch schnell wieder. Aber der sich zu einer Sexwelle verdichtende Zeitgeist speiste sich aus der gelebten Alltagspraxis der Millionen. Der eigentliche Startschuss für den Wandel des Meinungsklimas in fast allen westlichen Gesellschaften war die Erfindung der Antibabypille. Eingeführt 1960 zuerst in den USA, wurde sie dort schon 65 von 41% der verheirateten Frauen unter 30 Jahren verwendet. 1976 verhüteten schon 3/4 der 18- und 19-jährigen Frauen mit diesen oralen Kontrazeptiva. Gegen Ende der 60er Jahre nahm die Babypille auch in Europa stetig an Alltagsbedeutung zu. Nachfrage war ungeheuer. Über die Kollateralschäden, die sie neben vielen Vorzügen ebenfalls anrichtete, darf man nach 6 Jahrzehnten feststellen. Mit der Einführung der Antibabypille ist ein markanter Abfall der Geburtenraten in vielen Industrienationen zu beobachten, oft als Pillenknick beschrieben. Die Pille war ein Riesengeschäft für die Pharmaindustrie und wurde indirekt zu einem deutlich vernehmbaren Signal an Konzerne und Medien, dass sich im Bereich Sexualität glänzende Profite machen ließen. Zu den treibenden Kräften,
dieser libertinistischen Stimmung wurde unter anderem auch das Bündnis von großem Geld und Sex in der Popmusikszene mit ihrer Groupie-Kultur, im von Sucht und Gier beherrschten Drogenuntergrund und bei der explosionsartig anwachsenden Pornindustrie. Jetzt komme ich zu den 68ern. Die amerikanische Hippie-Bewegung war bei der theoriestolzen deutschen Linken als unpolitische Kinderei verachtet worden. Aber mit der modischen ideologischen Legitimation entdeckten rebellische Jungintellektuelle, Bohemians und libertäre Linke in LSD, Marihuana und freier Sexualität ein Umsturzpotenzial. Sexualität rochierte in der weltweiten Jugendkultur zu Krieg und Militarismus. Make Love Not War erwies sich als eine so zündende Parole, dass jeder Zweifler am Sinn der freien Liebe den Verdacht auf sich zog, entweder ein Kriegshetzer oder ein hoffnungslos verklemmter Spießer zu sein. Die Neue Linke, populär auch als APO, außerparlamentarische Opposition, später als die 68 Summit, war zunächst eine vorrangig politische Bewegung. Sie gewann an Zuspruch durch das Vorbild der USA mit deren eindrucksvollen Bürgerrechts- und Antikriegsbewegungen. 1966 begann man auch in der Bundesrepublik, um den Vietnamkrieg zu demonstrieren. Zusätzlicher Zünd- und Treibstoff kam in der deutschen NS-Vergangenheit. Die bis 68 in den Uniseminaren, Marx-Arbeitskreisen und auf Demonstrationen mit unterschiedlichsten Themen dominierende Politlinke wurde von dem Gewicht des neuen Themas in der allgemeinen Stimmungslage überrascht. Man wachte auf, als Medien, Modeindustrie und Buchmarkt das Thema Sex als Umsatztreibstoff nutzten. Der SDS-Genosse Günther Ahmed lancierte mit Sexfront einen krachenden Bestseller, 400.000 verkaufte Exemplare in kurzer Zeit. Und als in Oswald Kolles Aufklärungsfilme die Jugendlichen Millionen strömten, die eigentlich gegen das Establishment mobilisiert werden sollten, da begann man sich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen. Ab 1974 begann mit dem Bilderbuch Eichmal, das es in vielen Auflagen auf über 1 Million verkaufte Exemplare schaffte, die dunkle Karriere des ehemaligen Polizeipsychologen und bald zum Hochschullehrer ernannten Helmut Kentler. Über seine pädophile Pädagogik wird Professorin Etchenberg ausführlich referieren. Der Hippie-Jugend, den Provos und Spontis, lag vor allem an der dramatischen Abgrenzung gegen Eltern, Kirche, Traditionen und die sogenannten sekundären Tugenden. Für die möglichst schrankenlose individuelle Freiheit und Selbstbestimmung polemisierte man mit wachsender Radikalität gegen den Dreiklang Gott, Familie, Vaterland, die vermuteten Bastionen der Reaktion und der Unterdrückung. Es dauerte nicht lange, bis die Überzeugung überhand nahm, in Wahrheit sei die Familie an sich die wahre Keimzelle der Reaktion. Dagegen sollten antiautoritäre Kinderläden und freie Schulen nach dem Vorbild Summerhill helfen, in denen die Initiative der Kinder in den Mittelpunkt gestellt werden sollte. Davon erhofften sich die Betreiber die Überwindung von Gewalt, Konkurrenzdenken und emotionalen Blockaden, Kreativität. 2 Jahrzehnte lang wurde wild und enthusiastisch experimentiert, bis der Reformeifer in den späten 80er Jahren langsam nachließ. Die Ergebnisse der Kita-Periode sind widersprüchlich. Es gibt traumatische Fälle, es gibt aber auch erstaunlich viele Zöglinge, die die Modellversuche an Körper und Geist unverletzt überstanden haben. Die reflektierten Köpfe der Neuen Linken, wie der ehemalige SDS-Vorsitzende Reiche und der Herausgeber der renommierten Theoriezeitschrift Argument, Wolfgang Fritz Haug, reagierten auf diese Erscheinungen sehr kritisch. Ein Motiv mag die Angst gewesen sein, die thematische Diskurshochzeit zu verlieren. Raimund Reiches Buch Sexualität und Klassenkampf wurde so zu einer Protestschrift gegen Promiskuität und die Sexwelle.
je größer die Möglichkeiten schrankenloser Sexualität seien, führt er aus, desto rascher würden die inneren und äußeren Widerstände gegen ihr Ausleben als unüberwindlich erfahren, während zugleich die real ausgeübte Sexualität ebenso sehr an Lust wie an innerer Legitimität einbüße. Anstelle von Freiheit werde der ungezügelte Kommerz, die scheinbare sexuelle Befreiung, Form der Ausbeutung. Statt emanzipatorischem Glück stelle sich auf Dauer eher die Negativbotschaft heraus. Du bist ungenügend, zu unattraktiv, impotent. Du brauchst eine Diät, eine Schönheitsoperation, Viagra, Accessoires für die vollendete Befriedigung. Du brauchst einen neuen Körper und neue Triebenergie. Steten Vorwurf des Ungenügens wachsen Schuldbewusstsein. Ja, ich bin zu dick und deshalb unattraktiv. Blinde Wut, die Entladung sucht. Die Sexwelle sei in Wahrheit ein, wie man damals formulierte, Repressionsinstrument des Spätkapitalismus. Statt begeistert, sich der Entfesselung des Erotischen auszufangen, im Fall reiche den Genossen und Genossinnen auch Adornos der Befehl zur Treue, den die Gesellschaft erteilt, ist Mittel zur Unfreiheit. Aber nur durch Treue vollbringt Freiheit Insubordination gegen den Befehl der Gesellschaft. Volkmar Siebusch, erster Vorsitzender der deutschen Sexualforschung und Mitbegründer der inzwischen anerkannten Disziplin Sexualwissenschaft, zog 2011 am Ende seiner Berufslaufbahn eine verstörende Bilanz. Zitat: Die Bruchstücke, die uns im Moment beschäftigen, heißen das missbrauchte Kind, der Sextourist, der Pferdeschänder. Zu ihnen gesellt sich seit 2 Jahrzehnten ein gequältes und quälendes Diskurspersonal, die falsch liebende Mutter, der lüstern abwesende Vater, der sexistische Mann, die lustlose Frau, der medial Sexsüchtige, der elektronisch zerstreute Perverse, der medizinisch prothetisierte Impotente, der operativ beruhigte Geschlechtswechsler, das sozial ungleiche, emotional misstrauische, theoretisch und apolitisch heterosexuelle Paar. Zitat Ende. Siebusch widerspricht der Behauptung, freie Liebe werde freie Menschen und eine freie Gesellschaft produzieren. Zitat: Das hat nicht funktioniert. In Wahrheit wurde ein Königssex installiert und es wurde maßlos überschritten, was man aus der sexuellen Sphäre herausziehen kann. Glück, Spaß und Ende des Kapitalismus. Die symbolische Überhöhung war geradezu unerträglich. Politik hin, Hippiekultur her. In Wahrheit marschierte vor allem der Sexkommerz zu unaufhaltsamen neuen Umsatzrekorden. Die Nachfrage war gigantisch. Enthemmter Sexualität gründlich ausgebeutet und damit Superprofite eingefahren. Statt der verheißenen weiblichen Emanzipation dominierten im Kommerz faktisch Frauenfeindschaft und flapsige Negation aller kulturellen Tabuschranken. Unter dem Beifall und der Mitwirkung progressiver Medien und einer avantgardistischen Kunstszene begann der Siegeszug des ritualisierten Tabubrechens. Das wurde als Kritik repressiver Spießermoral popularisiert und wurde zum gewinnträchtigen Erfolgsrezept. Das da, Twen oder Pardon, bei dem ich auch als Redakteur damals begeistert mit dabei war, exerzierten es vor, die auflagenstarken illustrierten Sternquick und Neue Revue folgten. Die Verkaufszahlen kletterten scheinbar ungebremst nach oben. Die Regenbogenpresse switchte von royalen Stories und Promi-Klatsch um zu progressiven Frauenthemen. Magazine wie die Cosmopolitan machten neben den traditionellen Feldern Mode, Schönheit und Beziehungspsychologie die Sexualität zum Spitzenthema. Die frauenspezifischen Boulevardmagazine wurden vollgepackt mit Orgasmuspädagogik, Empfehlungen zu luststeigendem Ehebruch, zu karrierefördernden Führungsanleitungen und dazu passenden Dessous- und Accessoires-Tipps.
Stories und Ratschläge zu heimlich Fremdgehen oder wie ich meinen Chef verführe. Der jüngere Liebespartner gehörten zu den Dauerbrennern. Die Funktionalisierung von Nacktheit und obszöner Andeutung wurde heftig von feministischer wie auch von kirchlicher Seite kritisiert, aber letztlich von beiden erfolglos. Das Prinzip Sex sells ist in Werbung, Entertainment und Medien zur Selbstverständlichkeit geworden. Die kulturelle Bilanz von heute aus betrachtet. Beziehungsschwierigkeiten werden immer rascher mit Trennung gelöst. Von 1968 bis 1970 erhöhte sich die Scheidungsquote. Schon 1979 wurde jede zweite Großstadt-Ehe geschieden. 40- bis 50-jährigen Männern schnellte die Selbstmordquote das Sechsfache nach oben. Als die Frauenzeitschrift Brigitte darüber berichtete, verband sie es mit kaltem Spott. Männer sind einfach die schlechteren Verlierer. Am Beispiel Österreichs. Zu den radikalsten Ausformungen psychopolitischen Tabubruchs kam es in der Kunstwelt. Die weltweit radikalsten der Radikalen waren die Wiener Aktionisten, deren Wirkung zwischen 69 und 71 aus nächster Nähe miterleben konnte. Ihre Protagonisten wie Hermann Nitsch, Otto Mühl, Günter Brus, Alfred Frohner und Oswald Wiener erlangten schnell Berühmtheit in der internationalen Kunstszene. Bei ihren Veranstaltungen, die mit Titeln wie Blutorgel und Orgien-Mysterientheater einluden, warteten sie in Blutausscheidungen und Tiergedärmen. Das Ziel solcher Aktionen war eine Katharsis des Individuums, das durch die Konfrontation mit Blut, Scheiße und Tod zu sich selbst finden soll. Das meistgehoben bürgerliche und zahlungskräftige Kunstpublikum war begeistert. Hermann Nitsch arrivierte zum Professor am Städel in Frankfurt, der berühmten Kunsthochschule, als österreichischer Staatskünstler Nummer 1. Sein Kampfgefährte Otto Mühl hingegen nutzte das Renommee der Richtung und gründete 1970 die von den Theorien Wilhelm Reichs inspirierte AAO, Aktionsanalytische Organisation. Diese attackierte alle psychosozialen gesellschaftlichen Ordnungsstrukturen, von der Sauberkeitserziehung bis zur Familie und Religion. Therapiemethoden wie Gestalttherapie, bioenergetische Analyse und Urschreitherapie sollten die Ichs der Mitglieder entpanzern, womit eine kreative Gemeinschaft in freier Sexualität mit Kollektiveigentum und kollektiver Kindererziehung befördert würde. Angesichts heutiger Missbrauchsdebatten ist das Mittel der Watschenanalyse bemerkenswert, bei der Ohr zum Wiedererleben der Kindheit und dadurch zur Brechung der Körperpanzerung führen sollten. Prominente Linkskatholiken wie Domprediger Monsignore Otto Mauer und Günter Nenning, der Herausgeber des Neuen Forums und Moderator Job 2, begleiteten den Wiener Aktionismus mit distanzierter Sympathie. Aufgrund des stillen Schutzes der österreichischen Roten Reichshälfte konnte Mühl bis Ende der 80er Jahre sein Unwesen treiben. Schließlich entpuppte sich die AAO als totalitäre Sekte mit faktischen Arbeitslagern und praktizierten Kindesmissbrauchs, in der im Lauf der Jahre hunderte Mitglieder regelrecht versklavt wurden. Mühl wurde erst 1991 der Prozess gemacht. Belegten Unzucht mit Minderjährigen bis hin zur Vergewaltigung, Verstößen gegen das Suchtgiftgesetz und Zeugenbeeinflussung wurde er zu 7 Jahren Haft verurteilt, die er vollständig verbüßen musste. Ich ließ die strapaziöse Wiener Szene mit ihren bizarren Erscheinungen 1971 hinter mir und kehrte wieder nach Deutschland zurück, wo sich gerade die sogenannte Alternativszene ganz, ganz prächtig entwickelte. Deren verschiedene Seiten nahm ich wahr, etwa im Linken mit Raubdrucken erfolgreichen Buchladen und Verlagskollektiv Politladen Erlangen, eine Liebschaft mit einer kalifornischen Lebenskünstlerin brachte mich auf eine fränkische Landkommune, auf einer alten Mühle und schließlich ab 1977 landete ich in der Szene Frankfurts. Da tauchte ich
gleich begeistert ein. Diese zeichnete sich durch einen wilden Mix aus Hedonismus gepaart mit prinzipieller, aber dafür besonders radikaler Kapitalismuskritik aus, durch politische Militanz und großsprecherische Emanzipationsideale. Spontitum verpflichtete zu probieren und experimentieren, aber die gerieten häufig miteinander in Widerstreit. Bei den beliebten offenen Beziehungen fühlte sich schon bald ein Teil zu kurz gekommen, litt an Eifersucht, empfand sich zu wenig beachtet, geliebt, ausgebeutet. Das war bei den Schwulen und Lesben, die gerade ihre Neigungen unter entkriminalisierten Bedingungen ausleben konnten, nicht anders als bei den Heteros. Auswege suchte man in Selbsterfahrungsgruppen, Männergruppen, Frauengruppen, Therapieworkshops, Yoga oder spirituellen Angeboten von östlichen Religionen, Sekten oder Esoterik. All das konnte sich beim Einzelnen, aber faktisch praktisch verbinden mit Drogenkonsum oder Alkoholismus, mit wilder Promiskuität oder im Gegenteil unerschütterlicher Zweierbeziehung, mit Gewaltbereitschaft, Feuer und Flamme für diesen Staat, manchmal auch mit Kleinkriminalität. Buch- oder Luxuswarendiebstahl etwa galten als subversive Kernstaten. In Frankfurt hatten sich auf diesem Arbeitsfeld zu gemeinsamen Beutefahrten zwei Kombattanten zusammen, deren einer später Minister und der andere ein serbischer Ministerpräsident wurde. Wegen meiner vermuteten Verbindung zur Spondikultur wurde ich bei der satirischen Zeitschrift Pardon angeheuert. Deren umtriebiger Herausgeber Hans Anickel hatte eine erfolgreiche Spezialmixtur an neckischen Nackedeis, Gesellschaftskritik, Satire und Geblödel auf hohem Niveau entwickelt. Er hatte andererseits 1978 eine spirituelle Erleuchtung und begann seinen Ruf aufs Spiel zu setzen, indem er in seinem Blatt Werbung für den Guru Maharishi machte. Die Traditionslinken unter den Autoren und Karikaturisten waren empört, kündigten und gründeten die Titanic. Nickel sah sich nach neuen Autoren um und versuchte, aufgeschlossenere Leser in der inzwischen beträchtlichen Alternativ- und Sponti-Szene zu finden. Dazu holte er in die Redaktion den späteren grünen Pressechef Heinz Suhr, den Popmusikexperten und bekennenden Katholiken Paul Badde, heute Herausgeber des Wahlkampfs. Lange dauerte das Gastspiel nicht, denn Nickel geriet bald in wirtschaftliche Schieflage und verkaufte sein Unternehmen. Ich nahm deshalb 1981 ein Angebot an die Konvenditz an und wurde Redakteur des Frankfurter Stadtmagazins Pflasterstrand. Im Gegensatz zu vielen kolportierten Unterstellungen kämpften wir mit Sarkasmus und Spott gegen die Stadt, mit Leidenschaft gegen den Sowjetkommunismus, gegen die Fundis bei den Grünen und auch gegen die Legalisierung sexueller Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern, wie sie in diversen Gliederungen der Partei gefordert wurden. Wir verstanden unsere Redaktionsarbeit als ständigen Kampf gegen vorgebliche Emanzipationskonzepte, die zu Ende gedacht in jeglichen Konsequenzen führen mussten. Daraus resultierten ein Pflasterstrand, begann meine Verehrung für Karel Wojtyla, die mich mit den Jahren wieder in die Nähe der katholischen Kirche führte. Daraus resultierten zwei Bücher, ein immerwährender Heiligenkalender und ein immerwährender Päpstekalender, die beide in der anderen Bibliothek erschienen. 1996 gelang es mir als Literaturagent, das Buch Salz der Erde anzuregen, Josef Ratzinger im Gespräch mit Peter Seewald und an die Deutsche Verlagsanstalt zu vermitteln. Die 70er Jahre. Die sozialliberale Koalition aus SPD und FDP setzte auf die Entkriminalisierung verschiedener sexueller Taten. Die Strafbarkeit der Homosexualität von erwachsenen Männern wurde abgeschafft. Seitdem waren nur noch sexuelle Handlungen mit männlichen Jugendlichen unter 18 strafbar. Das Schutzalter bei lesbischen und heterosexuellen Handlungen lag bei 14 Jahren. Der Kuppelei-Paragraph, nachdem sich Eltern, die den Freund ihrer Tochter oder die Freundin des Sohnes in der gemeinsamen Wohnung übernachten ließen, die das strafbar machte, wurden entschärft.
Schuldprinzip bei der Ehescheidung wurde abgeschafft. Diese Reformen wurden im Ziel der Festigung des gesellschaftlichen Friedens getroffen, in guter Absicht. Es gibt jedoch einige gern verschwiegene Schattenseiten. Katholische Autoren haben darauf hingewiesen, dass nach den liberalisierten Regelungen des Bereichs Schwangerschaftsabbruch die Zahl ungewollter Schwangerschaften von Nicht-Volljährigen massiv angestiegen ist. Es kam zu millionenfachen Abtreibungen, zum größten Geburtenrückgang der Neuzeit, zur massiven Verbreitung von Geschlechtskrankheiten, die schließlich in der AIDS-Epidemie gipfelten und die sich auch heute wieder dramatisch verbreiten. Es kam zu einem und zu deutlichem Anwachsen psychischer Störungen bis hin zu Suiziden nach missglückten Sexaffären. Der dunkelste Aspekt der Befreiung war die Enttabuisierung der Erotik von Kindern und Jugendlichen. Dies nicht im Sinne einer Überwindung von Prüderie, Verklemmtheit und Unaufgeklärtheit, sondern in affirmativer Beschäftigung mit dem Thema sexueller Beziehungen zwischen Erwachsenen und Minderjährigen. Eines der Einfallstore der Päderastie in den Zeitgeist ist die rasante Ausbreitung der Pornoindustrie, die durch die Aufhebung gesetzlicher Beschränkungen rasch zum Big Business wurde. In den frühen 70er Jahren entwickelte sich Dänemark als Vorreiter nicht nur von Pornofilmen, sondern auch von legaler Kinderpornografie. Zwar war in Dänemark, wie auch in Holland und Schweden, die Produktion verboten, nicht aber der Vertrieb. Die 1966 gegründete Produktionsfirma Color Climbers Corporation, CCC, wurde zum weltweit größten Versender von pädophilen Super-8-Filmen und VHS-Kassetten. In diesen Pornos wurden neben den üblichen Sujets auch der Geschlechtsverkehr mit Kindern gezeigt. Das Alter der Kinder war dabei zwischen 5 und 12 Jahren. 1976 bis 1981 verkauften die Color Climax Corporation und ihre Schwesterfirmen bis zu 4000 Filme pro Tag und gehörten zu global führenden Pornomagazinen und Pornofilmen. Der Gesamtumsatz ging in die Milliardenhöhe. Erst Anfang der 80er Jahre wurde Kinderpornografie in Dänemark und in Schweden verboten, 1985 dann in den Niederlanden. Allerdings blieb es bis 2001 in Dänemark legal, Pornos mit Darstellern ab 15 zu produzieren. Das ermöglichte den Produzenten, Darsteller einzusetzen, die älter als 15 waren, denen man aber durch Maske, Outfit und Frisur ein kindliches Aussehen geben konnte. Das deutsche Pornofilm-Business war dagegen eher harmlos. Es wurde regiert von Alois Brummer, einem bauernschlauen, skrupelfreien Selfmade-Produzenten, sogar die meisten Drehbücher seiner Blödelstreifen selbst schrieb. Meine Filme sind nicht geistreich, erklärte er 69, aber geistreiche Filme sind auch kein Geschäft. Er brachte es allein bis 74 auf 17 Filme mit sprechenden Titeln wie Graf Porno bläst zum Zapfenstreich oder Unterm Dirndl wird gejodelt. Hoch über dem Schmuddelmarkt thronten die künstlerischen Autoritäten und verliehen dem Thema Sex eine kreative Weihe. Für anspruchsvollere Zeitgenossen befriedigten Literaten wie das Rob Grier und Jean de Berg oder die monatlich erscheinenden erotischen Romane in der Olympia Press und den anderen Editionen des umtriebigen Verlegers Girodias die neue geistige Freiheit. Als der Film Die Geschichte der O 75 in den deutschen Kinos startete, erschien parallel dazu das Buch in großer Auflage und entsprechender Aufmachung beim konservativen Herbig Verlag in München. Sadomasochismus, Fetischismus und alle Spielarten devianter Sexualität wurden von da an in elaborierten Texten der literarischen Intelligenz ja auch ausbuchstabiert. Die Devianz streiten nun in poetischer Aura. Dutzende französische Autoren arbeiteten für libertäre US-Filmer. Sie lieferten Drehbücher und Romanvorlagen. Dann aus den USA schwappte diese Welle des Porn-Chick wieder nach Europa zurück. Filme wie Pretty Baby, Story of Johanna und Deep Throat bedienten das anspruchsvollere Publikum, das über das skandinavische oder bundesdeutsche Porno die Nase rümpfte.
Deep Throat mit Linda Lovelace, wurde als Low-Budget-Film an nur 6 Tagen in Florida mit einem Budget von $22.500 gedreht. Die Produktionskosten wurden mit den Geldern der Colombo-Familie, einer der 5 Familien der amerikanischen Cosa Nostra in New York City, bestritten. Die Einspielerlöse flossen zum überwiegenden Teil an die Mafia zurück. Der gehörten in den 70er Jahren mehrheitlich US-amerikanischen Pornkinos, welche nutzen ließen. Deep Throat ist mit Herstellungskosten von $22.500 und Einnahmen von über 600 Millionen der profitabelste Film der Geschichte überhaupt. Verbotsverfahren an amerikanischen Gerichten beflügeln die Aufmerksamkeit der Medien, lösen den Freiheit für die Kunstreflex aus und bis hin zur New York Times wurde Deep Throat zu einem zentralen Diskursthema. 1974 hob Frankreich das Pornografieverbot auf. Nun übernahmen die französischen Filme die globale Avantgarde-Rolle im erfolgreichen Einreißen moralischer Schranken. Oberschicht und Künstlerelite hatten sich bei unseren Nachbarn schon immer in einer engen Beziehung miteinander gebracht, gesellschaftlich wie durchaus auch intim. Seit den 70er Jahren gehörten Gruppensexpartys dann jahrzehntelang zum gängigen Wochenendvergnügen der besseren Kreise. Wer es genauer wissen will, kann dazu die Autobiografie der Kunstkritikerin Catherine Millet lesen, Das sexuelle Leben der Catherine Millet, 2001 im Deutschen. Michel Houellebecq beschreibt das betreffende Milieu skandalträchtig detailliert in seinem Roman Serotonin mit unüberbietbaren Abscheu. Zum kulturellen Tabubrecher par excellence entwickelte sich in den 70er Jahren das französische Kino. Die Filme von Bertrand Blier, der Sohn des Schauspielers Blier, wurden von der Kritik gepriesen. 1979 errang sein Streifen Frau zu verschenken sogar einen Oscar. Thema ist eine in ihrer Ehe frustrierte Betreuerin im Kindercamp, die mit einem 13-Jährigen eine Affäre beginnt. Wie weit es solchen Werken gelang, moralische Empfindlichkeiten zu unterlaufen, zeigt die Rezension des katholischen Filmdienstes. Der pries das Werk als, Zitat, geschmackvoll und liebevoll inszenierte erotische Komödie mit hohem Unterhaltungswert. Wohlwollende Rezension. 1981 aufgeführte Blier-Film, ausgerechnet der Stiefvater, der das Liebesverhältnis zur 15-jährigen Stieftochter schildert. Das Meisterstück im Inzest-Sujet hatte Louis Malle schon 1971 komponiert. In seinem Film Herzflimmern verbringen Mutter und 15-jähriger Sohn eine Liebesnacht zusammen. Das Werk war in manchen Ländern verboten, wurde aber von den progressiven Cineasten gefeiert als eine ebenso zärtliche wie unsentimentale Studie über das Erwachsenwerden. Der katholische Filmdienst konstatierte, Zitat, die Tabuverletzung wird jedoch konsequent und nahezu selbstverständlich aus der Entwicklung und dem Lebensmilieu des jugendlichen Helden abgeleitet. In der glaubhaften und unaufdringlichen Gestaltung und vor allem in der Führung des jugendlichen Hauptdarstellers ist der Film durch außerordentliches Können gekennzeichnet. Zum kulturrevolutionären Geist passte die neue französische Philosophie der Derrida und Foucault, die mit der Dekonstruktion von Sinnzusammenhängen in literarischen Texten begannen und bei der Negierung aller gesellschaftlichen und moralischen Fundamente landeten. Eben der oberste Gender-Autorität, Judith Butler, bei ihrer Leugnung der anthropologisch gegebenen Geschlechter auf das Dekonstruktionskonzept berufen. 1977 unterzeichnete Foucault gemeinsam mit Jacques Derrida, den unvermeidlichen Sartre und de Beauvoir und anderen französischen Intellektuellen, eine Petition an das Parlament. Jahrzehnte später kam heraus, dass der Text vom heute anrüchig gewordenen Gabriel Matzneff verfasst worden war. Darin wurde angesichts der drohenden Verurteilung von 3 Päderasten die Legalisierung einvernehmlicher sexueller Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern unterhalb des Schutzalters von 15 Jahren gefordert. Foucault argumentierte, der wahre Missbrauch liege darin, dass Kindern die Fähigkeit abgesprochen werde, dem sexuellen Missbrauch zuzustimmen.
Auch gegen Foucault gibt es inzwischen Päderastievorwürfe. Das vorgelegte Belastungsmaterial sieht allerdings bisher dürftig aus. Mit Filmen und Fotobüchern wurde David Hamilton zum global gefeierten Protagonisten einer Ästhetik, die sich auf die Erotik mädchenhafter Frauengestalten kaprizierte. In Filmen wie Bilitis von 77, Die Geschichte der Laura von 79 und Zärtliche Cousinen von 1980 präsentierte er im Weichzeichner jugendliche Nacktverkehrte viel Schätze. Er hatte Bewunderer wie Omar Sharif, Unter Sachs und Leni Riefenstahl bis zum Sultan von Brunei und dem dänischen Königshaus. In den 90er Jahren begann sein Stern zu sinken. Über seinen Fotoband The Age of Innocence schrieb die New York Times 95, es sei die Essenz der Geschmacklosigkeit. Der Autor könnte sicherlich als alter Schmutzfink eingeschätzt werden. Fotografien von Mädchen im Bett, die verträumt und ermattet aussehen, mit den Fingern in den Mündern oder in den Schlüpfern. Alle wirken willig und haben genau die gleichen kleinen Brüste. 2006 erklärte die französische Fernsehmoderatorin Flavie Flamand in einem Interview, Hamilton habe sie im Alltag. Drei weitere Frauen meldeten sich mit ähnlichen Vorwürfen. Eine Woche später wurde Hamilton tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Enthüllungen der jüngsten Zeit über die Päderastiefälle in den obersten Etagen der französischen Kulturelite haben offengelegt, was eigentlich alle wussten. Sexualität mit Kindern und Jugendlichen galt in den kulturellen Avantgarden und den Verehrern aus der Oberschicht für schick. Neben dem Medienpolitiker Olivier Vermel steht besonders besagter Gabriel Matzneff im Scheinwerferlicht. Er betätigte sich als vielfacher Führer von Kindern und beschwärmte ganz offen in Büchern die erotischen Reize minderjähriger Mädchen und Jungen. Jahrelang hielt er sich die geliebte Vanessa Springora, die er im Alter von 14 verführte. Deren spätes Buch, Die Einwilligung, in dem sie im Deutschen erschienen. Inzwischen setzt man sich im Pariser Kulturestablishment langsam von Masneff ab. Unter dem Eindruck der später thematisierten Skandale, alle Tatbestände sind verjährt, hat das französische Parlament im März dieses Jahres die Regeln verschärft. Künftig soll jeder Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen unter 15 Jahren als Vergewaltigung gelten. Ausnahmen gelten nur für Liebesbeziehungen unter Jugendlichen. Das sonderbarste Phänomen bei der zunehmenden Pädophilie ist die passte es zusammen, dass bei dieser Partei, die den Opferkult zur Perfektion entwickelte, wo man sich leidenschaftlich für Bäume, Wanderkröten, Batteriehühner oder zu streng verfolgte Haschischkonsumenten stark gegenüber missbrauchten Kindern von Betroffenheit nichts zu spüren war. 1969 hatte zunächst die Taz den 1979, Entschuldigung, hatte zunächst die Taz den Diskurs eröffnet. Wir müssen weg von der verkrüppelten Normalität, forderte der Autor Olaf Stüben. Er war Mitglied einer Hamburger Päderastengruppe und schilderte in mehreren Beiträgen seine sexuellen Erlebnisse mit Kindern. So etwa im September 79. Andy Candy war ein echtes Schlüsselerlebnis für mich. Alles war irgendwie zärtlich, auch das Bumsen. Da gab es keine erogenen Zonen mehr bei mir. Ich war eine einzige erogene Zone. Inzwischen hat er sich leider auf Mädchen spezialisiert. Jüngeren erfahren und lernen. Stüben stellte der Redaktion sogar einmal einen seiner sehr jungen Liebhaber vor. Die Taz wurde zeitweise ein Tummelplatz für Pädophile, vor allem auf den Leserbriefseiten der Grundsätze keinerlei Zensur. Da wurden Gedichte auf das veröffentlicht, was einer Neunjährigen unterm Hemdchen sprießt. Zentrum der Bewegung war natürlich Berlin, West-Berlin. Frauen und Mädchen organisierten sich in der Oranienstraßenkommune und den Kanalratten, sich selbst als Bestandteil einer antipädagogischen Kinderrechtsbewegung und kritisierten in diesem Zusammenhang das Verbot pädosexueller Erziehung. Kinder müssten selbst über ihre Sexualität entscheiden dürfen. Die Kanalratten geißelten eine vorgebliche Internalisierung männlicher Gesellschaftsanforderungen, die dazu führe, heteronormative Zwangs
reproduzieren. Auch andere alternativen Medien wie das Berliner Stadtmagazin City und die Konkret diskutierten nun die Befreiung kindlicher pädophilen Publikationsraum. Das fand dann auch Interesse bei den Grünen. In ihrem Basisdienst forderte deren Arbeitsgemeinschaften in der Partei, was wir brauchen, ist eine Gesellschaft, in der Menschen jeden Geschlecht und jeden Alters und jedweder Zahl sich lieben. Die von der Bundestagsfraktion finanzierten Schwuppis, wie man sie launisch nannte, forderten die Abschaffung des kompletten Sexualstrafrechts, Sex mit Kindern generell straffrei zu stellen. Die Avantgarde dieser Bewegung war die sogenannte Stadt-Indianer-Kommune. Sie forderte die Abschaffung aller Sanktionen gegen sexuelle, auch gegen inzestuöse Beziehungen von und mit Kindern. Nach mehreren Strafverfahren schlüpfte die Gruppe bei der Grünen Partei unter. Im Herbst wurde vorübergehend deren Bundesgeschäftsstelle in Bonn besetzt. Im gewählten Abgeordneten und Alterspräsident des Bundestags von 1983 nominierten Werner Vogel fand sie einen engagierten Fürsprecher. Als dieser wegen seiner NSDAP- und SA-Vergangenheit zurücktreten musste, agierten die Indianer im Stil der autoritären APO-Aktionen. Regelmäßig störten hysterisch schreiende Erwachsene und brüllende Kinder die Grünen Parteitage, um die Rechte der Kinder auf selbstbestimmten Sex zu propagieren. Sie besetzten die Podien der Konferenzen und gleichgeschlechtlichen Zärtlichkeitsaustausch. Es dauerte fast ein Jahrzehnt, bis die Grünen sich des Lästigen und Wählerstimmen Pädo-Anhangs entledigten. Langjährige Spitzengrüne Marie-Louise Beck erklärte später, in der Frühzeit der Partei habe es eine verunglückte grenzdichte Liberalisierung der Homosexualität und der Pädophilie gegeben. Völlig ungeklärtes Verhältnis zum staatlichen Gewaltmonopol. Viele haben einfach nicht verstanden, dass Gesetze gerade im Fall von Minderjährigen auch schützen wollten. Zum Schluss eine Anmerkung zum Missbrauch in der Kirche. Priester sind nicht immun gegen weltliche Einflüsse. Die Erosion der gesellschaftlichen Moral prägte den Zeitgeist. Die mediale Allgegenwart sexueller Symbole spülte viele Hemmschwellen weg. Das Konzept Freiheit durch Erotik fand auch im Klerus, in kirchlichen Einrichtungen und in theologischen Studiengängen Fürsprecher. So ist es offensichtlich keine zufällige Korrelation, dass die in der Kirche in den 60er und 70er Jahren ebenso wie im Sport, in Kulturbetrieben und in Reformschulen signifikant angestiegen ist. Sie ging in den 80er Jahren zurück und erreichte in den 90er Jahren wieder das Niveau von 1950. Der Rest der Gesellschaft in den progressiven Milieus, bei Grünen, in Kulturbetrieben und in Reformschulen gibt es bis in die jüngste Zeit Vorfälle. Obwohl die evangelische Kirche ebenso viele Missbrauchsfälle und der Vereinssport so viele wie beide Kirchen zusammen ausweist, wird aktuell besonders der Zölibat und traditionelle katholische Sexualmoral verantwortlich gemacht. Diese Anklage kann in Deutschland auf tief sitzende antikatholische Ressentiments bauen. Während des ganzen 19. Jahrhunderts waren der radikale Liberalismus und der preußische Staatsprotestantismus Beichte, Klosterlieben und Zölibat mit der Unterstellung heimlicher, perverser Priester zu Felde gezogen. Virtuose in der Instrumentalisierung dieser Ressentiments erwies sich Hitlers treuester Paladin Josef Goebbels. Vom Mai 36 bis zum Juli 37 betrieb er einen Propagandafeldzug mit dem Tenor moralischer Sumpf innerhalb der römischen Kirche. Im Fokus standen die katholischen Jugendorganisationen, 500 Ermittlungen gegen Laienbrüder und Geistliche. Im Zentrum stand der Vorwurf der Homosexualität und der, Zitat, naturnotwendigen Folgen eines widernatürlichen Systems, gemeint war der Zölibat. Letztlich kam es trotz der regimekonformen Justiz zu 200 Verurteilungen, vor allem kirchlicher Mitarbeiter, zumeist minimalen Strafen. Auf einer Massenkundgebung in Berlin im Mai 37 sprach Goebbels persönlich von kirchlicher Sexualpest, verbrecherischen sexuellen Verirrungen des katholischen Klerus, die das leibliche und seelische Wohl der deutschen Jugend aufs Ernsteste zu bedrohen geeignet haben.
gegen Priester das Vorgehen der NSDAP beim sogenannten Röhmputsch von 1934, wo man, Zitat, über 60 Personen, die in der Partei dieses Laster zu züchten versuchen, kurzhand erschossen hat. Wegen der Priorität der Kriegsplanung wurde die Kampagne auf Hitlers Wunsch abgebrochen. Priester sind nicht immun gegen weltliche Einflüsse. Die Erosion der gesellschaftlichen Moral prägte den Zeitgeist. Die mediale Dauerberieselung spülte viele Hemmungen weg. Das Konzept Freiheit durch Erotik fand auch im Klerus, in kirchlichen Einrichtungen und in theologischen Studiengängen Fürsprecher. So ist es offensichtlich keine zufällige Korrelation, dass die Zahl der pädophilen Verbrechen in der Kirche in den 60er und 70er Jahren signifikant gestiegen ist. Zu Recht stellte vor 2 Jahren Benedikt der 16. fest, dass die, Zitat, bisher geltenden Maßstäbe in Fragen der Sexualität vollkommen weggebrochen sind. Der Prozess der christlichen Auffassung von Moral habe eine Radikalität erlebt, wie es sie vorher nicht gegeben hat. Die sich über Jahrhunderte entwickelnde katholische Morallehre unterschied in tiefer Kenntnis der Conditio Humana zwischen Sünden, die aus der Natur herrühren, und Sünden wider den Geist. Jene können den Reuigen vergeben werden, diese bekanntlich nicht. Als Menschen sind wir alle, ob Priester oder Weltleute, unausweichlich Sünder. Wir streben nach Besserung und Himmels. Der Ehebruch gehört in die Sittengeschichte aller Völker. Die Kirche fand über die Jahrhunderte Formen der Vergebung in Beichte und Buße und heiligt das Verfahren durch seine Erhebung zu Sakramenten. Es ist Teil der christlichen Botschaft, dass den Reuigen vergeben werden kann. Anders gelagert ist der Fall, wenn in hochfahrendem Sündenstolz eine neue Moral basiert auf schrankenloser Promiskuität, egomanen Egoismus, Amorin verkündet wird. Thank you.